Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen hier vom Frosted Games Stand. Bei mir ist Rosa, schön, dass du dir die Zeit nimmst, ein bisschen über eure Neuheiten zu sprechen. Na klar, sehr gerne. Jetzt habt ihr doch dieses Jahr einiges an Neuheiten. Also so von, ihr habt euch in den letzten Jahren vom kleinen Verlag mit wenigen kleineren Spielen doch zu einer namhaften Größe im Brettspielsegment gemausert mit zahlreichen Lokalisierungen und Eigenentwicklungen in den letzten Jahren. Und dieses Jahr stehen hier 2, 4, 6, 8, genug. Wie viele sind es denn tatsächlich? Ich teile es mal ein klein wenig auf. Wir haben 6 Spiele hier, die jetzt tatsächlich neu auf der Messe sind, die wir hier haben, die man verkaufen kann hier bei uns am Stand. Dann habe ich hier aber auch 2 Spiele stehen, die erst etwas, 3 Spiele sogar, 4 Spiele sogar, die erst etwas später im Jahr kommen werden. Und ein Spiel steht hier ein bisschen versteckt. Ich weiß gar nicht, ob man sieht, dass erst nächstes Jahr irgendwann auftauchen wird. Ja, dann steht es ja genau richtig. So halb versteckt. Oh. Vielleicht erkennt man ein bisschen was. Ja, genau. Ich glaube, wer euren Schreibtischblick regelmäßig schaut oder hört, der wird da schon das ein oder andere mitbekommen haben. Ja, davon, aber auch die Leute können ja einsetzen dafür, was sie wollen, von den vielen Spielen, die auch noch angekündigt sind fürs nächste Jahr. Ja, dann, womit starten wir? Mit den Neuheiten jetzt zu spielen? Mit den Neuheiten jetzt zu spielen, die schon da sind, würde ich mal sagen. Ich fange oben links an. Wir haben oben links stehen Townsfolk Tassel, ein großer, dicker, schwerer Boss-Battler. Deswegen halte ich ihn fest. Und es wackelt trotzdem alles so ein wenig. Aber das machst du sehr gut. Boss-Battler mit so einer 20er-Jahre-Comic-Style Artwork und auch Humor-Stilistik. Wir spielen Dörfler, die versuchen, ihr Dorf Heureka zu verteidigen. Und wir kämpfen in jeder Partie gegen 4 der Reihe nach verschiedene Bösewichte, die da eindringen. Von diesen Bösewichten gibt es 12 verschiedene. Jeder einzelne davon hat eine schöne, große, fette Mini, deshalb kommt dieses Gewicht auch zustande. Und von den vielen Karten, die auch noch darin stecken, denn zwischen den Kämpfen gegen die Bösewichte rüstet man sich mit neuer Ausrüstung aus, erlebt Events, die stattfinden, hat die Möglichkeit, neue Feeds zu erlangen, die einem dann Boni später geben können. Und so hat man ein richtig cooles Boss-Battler-Erlebnis, so ein klein wenig wie Kingdom Death Monster, nur in sehr klein und viel vereinfacht und mit einem Fokus auf schnell starten zu spielen, in einer Runde durchkommen und ganz viel Action haben dabei. Und weniger düster, und sondern weniger eher düster. Etwas, wie soll ich sagen, humorvoll gehalten. Humorvoll, zumindest von der Grafik. Aber trotzdem brutal. Ja, ja, ja. Genau. Direkt daneben steht Andromeda's Edge, der Nachfolger von Dwellings of Eldervale. Baut auf dem gleichen Spielsystem aus, aber ging die Kritik so ein klein wenig an, die der Vorgänger bekommen hat. Und man ist deshalb runder und ein wenig mehr klarer in dem, was machen will. Und hat gleichzeitig das Kampfsystem, was irgendwie vielen zu random und zu zufällig war, ein wenig mehr Möglichkeiten gegeben, da einzugreifen und das Ganze zu kontrollieren, das Geschehen. Es ist ein Raumschiff-Einsatz, also Worker-Einsatz-Spiel im Endeffekt, bei dem man aber die meisten Boni in dem Moment bekommt, wo man die Worker zurückholt von dem Board und dann in der eigenen Station wieder einsetzt. Klingt auf jeden Fall auch sehr interessant, wobei Sci-Fi ist jetzt weniger mein Thema. Ich wäre eher so dann bei Unterwasser. Unterwasser, sollen wir damit weitermachen? Ich habe jetzt einfach mal eine Überleitung versucht. Hinweis. Oh, mega gut. Sowas kann ich halt noch nicht. Die jahrelange Übung macht's. Ja. Endeavor, die Tiefsee. Wer irgendwie unseren Schreibtischblick oder so mal gehört hat von Frosted Games, weiß, ich war so ein wenig schwer verliebt in das Spiel hier. Noch bevor es gekommen ist, habe ich die Tabletop Simulator Version für ein paar Monate lang einfach hoch und runter gesuchtet und irgendwie jede Mittagspause eine Solo-Partie davon gespielt. Und das Spiel ist greift den Grundmechanismus von Endeavor die Segelschiff-Ära auf, nämlich diese 4 Leisten, die man hat und die grundlegend beeinflussen, welche Optionen man zur Verfügung hat, aber macht das Ganze mit einem modularen Board und verschiedenen Szenarien und einem tollen neuen Thema, nämlich dieser Unterwasserforschung, Unterwasserschutz,
ja, irgendwie nochmal fluffiger und trotzdem irgendwie immer mit dem gleichen, diesen tollen Balanceakt, den das Spiel schafft, zwischen Mangel und Belohnung. Und diesen Balanceakt sehe ich bei keinem anderen Spiel so toll wie bei Endeavor die Tiefsee. Jetzt bin ich noch neugieriger. Es war ja eh schon auf meiner Must-Have-Liste ganz vorne. Allein schon das Thema ist natürlich super unverbraucht. Wie sehr schaut ihr, ich schiebe mal eine Frage zwischen, bei Lokalisierungen oder generell bei euren Spielen auf das Thema? Schaut ihr schon drauf, dass ein Thema eher unverbraucht ist? Kann man jetzt natürlich direkt hier mit Galileo Galilei übergehen. Oder sagt ihr, das Thema ist erstmal egal, wenn uns das Spiel als solches gefällt? Ich glaube, wir sind im Verlag alle irgendwie, haben einen recht thematischen Ansatz zu spielen auch. Und man sieht es, glaube ich, auch in unserem Programm. Also Endeavor hat ein sehr besonderes Thema. Galileo Galilei hat ein sehr besonderes Thema. Das Unbewusste hat ein sehr besonderes Thema. Townsfolk Tassel hat auch irgendwie ein sehr besonderes Thema. Und uns ist es sehr, sehr wichtig dabei. Wir wollen neue Ideen in Spielen haben. Wir wollen, dass man sich da irgendwie in was Cooles reinversetzen kann, was davor noch nicht gegeben hat. Und so wählen wir die Spiele dann auch aus. Und ich glaube, es war wieder eine Weiterleitung, oder? So indirekt, ja. Weniger beabsichtigt an dieser Stelle. Galileo Galilei auch verfügbar? Es ist noch nicht verfügbar auf der Messe, es kommt aber direkt danach. Also es ist fertig produziert, es steht im tschechischen Lager bereit und wird direkt dann zu uns geliefert. Es ist ein tolles Eurogame, ungefähr auf dem gleichen Komplexitätslevel wie Endeavor die Tiefsee, würde ich sagen. Man hat einen recht simplen, aber trotzdem coolen Aktionsauswahlmechanismus, wo man ein Teleskop schön nach oben bewegt, um dann da die Aktionen durchzuführen, wo es hinzeigt. Und im gleichen Moment verändert man aber auch die Aktionszuordnung für den nächsten Zug so ein klein wenig. Der besondere Kniff an dem Spiel ist aber, man beobachtet diese Himmelskörper in einer historischen astronomischen Setting-Sache. Das bedeutet aber auch, die Inquisition spielt so eine Rolle und es könnte sein, wenn man ein wenig zu voreilig forscht, kommt die Inquisition und stellt einem doch etwas unangenehme Fragen, die zu ganz schönen Siegpunktverlusten im Endeffekt führen können. Klingt verlockend und sieht von der Aufmachung total schön wieder aus. Genau. Also auch wenn man hier so den Rücken zieht, das ist echt schön gemacht und das spricht auch schon die Schachtel einen so richtig, so richtig an. Ist ja Wahnsinn, Thomas Scholleck, der Autor ist dieses Jahr mit zwei Neuheiten vertreten. Drei sogar. Seti, Galileo Galilei und das dritte fällt mir gerade nicht ein. Vielleicht weiß es der Flo, er überlegt. Ja. Teagarden, danke. Ja, zusammen haben wir es geschafft. Und gerade Seti und Galileo Galilei sind halt beide irgendwie so super Hype-Titel quasi schon und das. Einfach Gratulation zu dem riesen Erfolg. Also alleine schon die Aufmerksamkeit, die Titel schon bekommen haben, jetzt im Vorfeld, grandios. Ein kleiner neuer Stern am Himmel. Ja, gute Autoren sind ja immer willkommen, gerade bei den Vielspielern. Flo nickt ganz fleißig im Hintergrund. Wenn wir schon bei einzigartig sind, du hast schon angesprochen, das Unbewusste, das Fans unseres Kanals werden da schon ein bisschen was gesehen haben dazu. Ihr habt da ein tolles Video gemacht, habe ich gehört. Wenn du das sagst, das konnten schon einige von uns spielen und hat ja auch eine sehr, sehr außergewöhnliche Optik und ein außergewöhnliches Thema. Auf jeden Fall. Und auch ein einigermaßen außergewöhnliches Spielgefühl, finde ich, weil man einen sehr coolen, also ich hole erstmal mit dem Thema aus, wir spielen Psychotherapeuten zur Zeit Freuds, wir versuchen KlientInnen zu therapieren, von ihren Traumata zu befreien und gleichzeitig unsere Praxis aufzubauen und Publikationen zu machen und so weiter. Für das Ganze benutzt man einen eigentlich recht einfachen Grundmechanismus. Man setzt Gedanken, also Rorke im Endeffekt, ein auf dem Board, macht dann eine Aktion und durch diese Gedanken, die man einsetzt, löst man eine bestimmte Anzahl Schritte auf dem eigenen Tableau aus, die dann zum Rondell vorwärts gegangen werden. Und mit diesem Rondell triggert man dann so die eigene Engine, die man durch die anderen Aktionen aufbaut und hat da so ein sehr coole Verzahnung von zwei verschiedenen Mechaniken, die echt cool zusammenspielen in diesem, man macht das eine, um das andere zu verbessern und dann bekommt man wieder was für das andere zurück, so quasi. Und funktioniert einfach mega cool. Auch im Kenner-Plus-Segment anzusiedeln. Ich würde es ja schon ins Experten... Definitiv Experten. ...ansiedeln. Weil es einfach viele Dinge hat, die drumherum passieren. So, das Publizieren, das
Therapieren der Klientin. Es sind alles so kleine Dinge, die das Spiel einfach komplexer machen im Endeffekt. So, dann haben wir da vorne noch ein bisschen sowas Kleineres, so vier Stück, die sich in den Vordergrund gedrängelt haben. Es sind fünf. Oh, ich sehe eins gar nicht. Ha, sowas aber auch. Ich fange erstmal mit denen an, die wir auf Deutschen hier haben. Ja. Red Jack ist verfügbar auf der Messe. Sehr cool. Ich habe schon so viel Gutes gehört, dass ich total neugierig bin. Blackjack mit Ratten. Blackjack meets Love Letter. Und tolles Material. Die Karten glitzern, die Chips sind schön schwer und klingen toll, wenn man sie hochwirft, was tatsächlich zum Spielaufbau gehört. Man nimmt die 6 Pokerchips, die in dem Spiel enthalten sind, und wirft sie in die Luft und schaut, auf welcher Seite sie landen. Denn je nachdem, die Seiten haben unterschiedliche Spezialfähigkeiten, und für die Partie ist eben diese eine Spezialfähigkeitsseite im Spiel. Was man dann macht, ist, jede Runde hat man 2 Karten zur Auswahl. Eine davon benutzt man, die andere behält man auf der Hand. Love Letter Prinzip. Wenn man eine Karte ausspielt, muss man ihren Effekt ausführen. Und der Effekt sagt dir zum Beispiel, lege einen Chip auf irgendeine Karte. Dreh eine Karte bei irgendeinem Gegner um. Tausche eine deiner Karten mit einer Karte deines Gegners. Das alles macht man, um bei sich auf 25 Punkte zu kommen. Denn Blackjack geht bis 25, wie wir alle wissen. Gleichzeitig kann man damit aber auch versuchen, den Gegner über die 25 zu bekommen, denn dann, wie auch im richtigen Blackjack, fliegt man raus. Und fürs Rauswerfen von Gegnern bekommt man Punkte. Sehr gut. Ja, man hat 2 Wege. Man kann entweder gucken, dass man selbst auf die 25 kommt, oder man kann einfach gemeint sein. Also für jeden was dabei. Für jeden was dabei. Und was ich mache, ist hoffentlich allen klar. Lass mich raten, du bist eher konfrontativ unterwegs. Ich bin manchmal gern gemein beim Spielen. Wobei, wenn es kurze, knackige Spiele sind, dann finde ich, darf es auch mal ordentlich auf die Mütze gehen und gemein sein. Wenn es dann so ein Spiel ist im Bereich so 2 Stunden, 3 Stunden Spielzeit, dann baue ich dann doch lieber ein bisschen mehr für mich. Meistens. Ja. So, wir gehen mal weiter, bevor wir hier in Grundsatzdiskussionen aussagen. Apropos gemeint sein. Ich mache mit Solstice weiter. Ist es etwa auch gemein? Es sieht nicht so gemein aus, ja, oder? Ja, deswegen, ja. Es ist super schön, es ist so Studio Ghibli-Art-Style. Man baut so mit schönem Tiling den eigenen Berg vor sich auf. Und nach einer Weile merkt man, was ich hier eigentlich gerade mache, ist ein Area-Control-Spiel spielen. Denn ich baue einen Berg, du baust einen Berg. Wir spielen es gegeneinander. Jedes Teil dieses Berges gibt es nur ein einziges Mal. Und du willst möglichst große Flächen bekommen. Das heißt, wenn ich das eine Teil dir wegklaue, das du gebraucht hättest, um deine 2 Gebiete zu verbinden, dann habe ich großen Spaß und du wirst dich ärgern danach. Und wir spielen es nach 5 Minuten nochmal. Wenn es so schnell geht, ist ja wieder gut. Ja, total. Es ist ein super schnelles Spiel. Ich glaube, also 5 Minuten ist vielleicht ein wenig übertrieben, aber so in 10, 15 Minuten kommt man auf jeden Fall durch. Es hat noch ein paar Bonussachen. Man versucht, möglichst hoch in den Berg zu kommen, weil man da die Leuchtfeuer anzünden kann, die Bonuspunkte geben. Man versucht, Naturgeister anzulocken, indem man 4er-Konstellationen von Teils auslegt. Die Naturgeister geben Spezialfähigkeiten oder Siegpunktbedingungen fürs Ende. Super spaßiges Ding. Und die Autoren sind keine Unbekannten. Keine Unbekannten. Weil Bruno Català und Corentin Lebrun, also die kennt man ja von diversen pfiffigen kleinen Spielen und auch nicht so kleinen Spielen. Und man merkt es auch hier wieder, man hat einen Grund-Drafting-Mechanismus, mit dem man sich diese Teils holt, der einfach so viel in sich hat. Das ist sehr cool. Ist so ein bisschen ein Trend der letzten Jahre, finde ich. Wenn man so schaut, was für kleine Spiele erfolgreich sind, dann haben wir oft den Drafting-Aspekt, persönliche Auslagen. Nach dem Motto, man baut so ein bisschen für sich, hat aber diesen sehr konfrontativen Draft, wo man auch jemand anderes reinreiten kann. Ja. Ich möchte jetzt hier keine anderen Spiele nennen, aber das fällt mir gerade im Bereich kleinere, kompaktere Kartenspiele sehr oft auf jetzt, dass das einen Trend so ein bisschen darstellt. Ja, und macht ja auch. Also ist halt einfach ein gutes Design, finde ich, so viel in ein kleines Ding reinzupacken. Ja. Dann bleibt es wenigstens auch interessant und wird eben nicht nach 2 Partien langweilig, dass man sagt, ich habe alles gesehen. Total. So, damit haben wir alles, was wir so einigermaßen schon wirklich jetzt direkt nach der Messe auch hier haben, abgehakt und kommen jetzt zu den Dingen, die aber auch noch dieses Jahr kommen. Also so Ausblick für November, Dezember. Ja, und da würde ich mal anfangen. Das kommt wirklich auch sehr, sehr schnell. Vielleicht
Ja, Oktober wird knapp, aber sagen wir mal, im November wird verschollen kommen. Auch das sieht wunderschön aus, finde ich. Tolle Schachtel hier. Es ist ein Solo-Spiel, also mal wieder sowas klassisch Frosted Gamiges. Und es ist ein Story-Spiel. Man spielt sich durch ein Deck Karten im Endeffekt mit verschiedenen Möglichkeiten, wie man dann die Story erleben kann. Jede Karte erzählt so ein klein wenig Geschichte und dann bekommt man eine Entscheidung und die Entscheidung sagt dann danach, okay, jetzt entfernen diese Karte einfach aus dem Deck oder jetzt dreh diese Karte um und pack sie wieder hinten hinter deinen Stapel oder jetzt flip die Karte und pack sie dann hinter den Stapel. Und je nachdem, wie man sich entscheidet, passieren halt unterschiedliche Dinge danach dann. Gleichzeitig muss man so ein wenig mit Ressourcen haushalten, die man auf einer Karte trackt. Super simpel gespielt, funktioniert wunderbar auf der Couch, kann man auch zu zweit spielen, wenn man sich irgendwie gegenseitig die Texte vorliest. Und die Geschichte ist wirklich so krass flexibel in dem, was passieren kann, was für Enden es mit einem nehmen kann. Man kann durchaus sterben, kann ich gleich mal dazu sagen, es kann durchaus ein böses Ende nehmen, aber es passieren auch, also je nachdem, was für Entscheidungen man trifft, geht es in so krasse unterschiedliche Story-Arten über, will ich fast sagen. Mhm. Es startet mit so einem Robinson Crusoe-Ding, aber mit was es endet, ist irgendwie sehr unklar am Anfang. Okay. Das war meine erste Assoziation, als ich dieses Cover gesehen habe. Dachte ich, oh, ja, so Robinson Crusoe-Stil, einsame Insel, dann den Text gelesen, dachte, läuft. Das Artwork gefällt mir schon wieder unglaublich gut, wenn ich hier hinten auch dieses Äffchen sehe und ja. dieses Schiffswrack. Muss ich sagen, holt mich direkt ab und auch dein Pitch jetzt dazu. Ja, Solo-Spiel, so für die Couch oder für den Urlaub. Ja, nicht schlecht. Sehr cool. Jetzt weiß ich gar nicht, mit welchem apropos Urlaub oder apropos Solospiel ich weitermachen soll. Such dir ein apropos einfach raus. Machen wir apropos Urlaub, weil es sehr schön. Weirder ist. Kann ich Johann haben? Wir kommen gleich dazu, was mit dem Urlaub auf sich hat. Erstmal sehr gut, allgemein. Bin gespannt. Man spielt im antiken China, es gibt zwei Dynastien, die gegeneinander kämpfen und man spielt das Ganze in so einer Art Stichspiel. Es ist von Tom Lehmann, also wirklich Größe der Brettspielszene, mit wirklich Welthits, die er gemacht hat. Ja. Und Dinge passieren im Hintergrund, ich bin sehr verwirrt. Ich lass mich nicht aus dem Konzept bringen, auch wenn Jens sein Bestes gibt. und man spielt so eine Art Stichspiel, also man spielt Karten aus und der Gegner versucht drüber zu kommen. Und versucht, möglichst schnell Karten von der Hand loszuwerden. Das Ganze klingt jetzt erstmal simpel, aber manche von den Karten haben Spezialfähigkeiten, wenn man sie in einem Stich quasi ausspielt. Und die Spezialfähigkeiten geben einem wirklich so die Möglichkeit, so Manöver in der Hinterhand zu haben. Man denkt, okay, wenn der Gegner jetzt das spielt und ich das spiele, was passiert dann? Wie kann ich dann dagegen vorgehen? Und was noch dazu kommt, ist, es hat so eine Art Push-Your-Luck-Mechanik, weil man mehr Karten ziehen kann, indem man riskiert, dass der Gegner mehr Punkte bekommt. Und die Karten, die man bekommt, können natürlich sehr cool sein, aber es ist meistens halt irgendwie eine 1 und eine 2, die man gerade so gar nicht gebrauchen kann. Ah, das heißt so diesen Zock-Aspekt zusätzlich mit drin. Exakt, ja, so eine kleine Ebene, die da noch oben drauf kommt. Und eine coole Sache daran ist, in dieser schönen quadratischen Schachtel ist Material drin, mit dem man das Ganze wunderbar spielen kann. So ein kleines Spielbrett und so ein paar Bonussachen. Aber es ist auch eine kleine Deckbox drin, wo man alle essentiellen Karten reinpacken kann, die man braucht, um das Spiel zu spielen. Das heißt, man kann, wenn man den Urlaub will, jetzt kommt die Überleitung zum Urlaub, hey, cool. Kann man einfach die Schachtel zu Hause lassen und hat eine kleine Deckbox, wo man nur die Karten rein hat, die man wirklich braucht und kann es geschickt mitnehmen, in der Hosentasche quasi. Das ist auch mal ein cleverer Kniff, einfach so Verpackungsmaterial mit reinzugeben, dass man diesen Vorteil rausziehen kann. Nee, gesehen tatsächlich. Ich überlege gerade, ob ich das schon mal in der Art gesehen habe. Ich würde sagen, nein. Ja, cool. Der etwas skurrile Übergang zum Urlaub, aber hervorragend. Ja, oder? Also ich würde sagen, die beste Überleitung geht an dich. Ich fühle mich sehr geehrt. Jetzt musst du noch eine zu Conservas machen. Hast du es in der Mittagspause gespielt? Nee. Weil es ist ja Solo.
Nee, tatsächlich noch nicht. Da gab es keine Tabletop-Simulator-Version davon, glaube ich zumindest. Ach so, und du spielst dann nicht am Tisch solo in der Pause? Doch, schon auch, aber das hatte ich noch nicht. Das hatte ich noch nicht. Ich sehe Boote. Ja, es ist ein Backbuilder, bei dem man versucht, Fische zu fangen, Fische in Konserven zu packen und dann auf den Markt zu verkaufen. Und dann das eigene Imperium so ein klein wenig zu verbessern, neue Boote zu kaufen, neue Ausrüstungsgegenstände, um das besser zu machen. Und ein besonderer Kniff dabei ist, immer wenn man Chips aus diesem Beutel zieht, aus dem Seesack, kann man sich entscheiden, ob man die Fische, die man gezogen hat, wirklich einfangen und mit auf ein Boot nehmen will oder ob man sie zurück in den Ozean entlässt, damit sie sich weiter vermehren können. Denn es geht immer darum, den Ozean nicht zu überfischen, sondern das Gleichgewicht des Ozeans zu erhalten. Und die Arbeit damit ist wirklich super faszinierend im Spiel, weil man so gut haushalten muss. Man braucht die Fische ja, um sie verkaufen zu können, aber gleichzeitig darf man nicht zu viel davon mitnehmen und es fühlt sich sehr weltnah an irgendwie dadurch. Das war tatsächlich mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe, dachte ich so, Überfischung der Meere, ob das thematisch jetzt so klug gewählt ist, jetzt gerade in der heutigen Zeit, wo man doch sich ein bisschen mehr Gedanken macht, als vielleicht noch vor 20 Jahren. Aber das finde ich jetzt sehr ansprechend, dass genau diese Problematik einen Kernbestandteil des Spiels dann darstellt. Genau. Und eben nicht nur irgendwo so beiläufig in dem Nebensatz in der Regel erwähnt wurde. Ja, cool. Genau, man will das Gleichgewicht erhalten und das irgendwie funktioniert halt mit dieser Backbuilding-Mechanik auch wunderbar, dass man danach schauen muss. Wann wird das rauskommen? Ich glaube, Anfang 2025 ist aktuell so der Zeitplan. Also, so ein klein bisschen gedulden muss ein man sich noch. Geduld noch. So, jetzt haben wir die Spiele, die hier stehen, durch. Gibt es noch irgendwas, was du im Ausblick mitgeben möchtest? Ja, in der weiten Zukunft des Jahres 2025 erscheinen bei uns viele große und dicke und coole Spiele. Und zwar ein großes und dickes und cooles Spiel, was hier steht, The Elder Scrolls Betrayal of the Second Era. Ich würde es ja hochhalten, aber da steht Townsfolk Castle drauf. Ich glaube, das ist das kleinere Problem. Also, das große Problem ist tatsächlich Elder Scrolls, es wiegt 11 Kilo oder so. Ich hatte großen Spaß damit, als ich bei mir zu Hause in den 5. Stock tragen musste. Es ist der spirituelle Nachfolger von Too Many Bones, so ein klein wenig, mit ein wenig komplexerem Character-Building noch, das einem mehr individuelle Möglichkeiten gibt, noch die Charaktere aufzubauen. Und es spielt eben im Elder Scrolls-Universum. Kooperativ, so ausgelegt, dass man über 3 Abende hinweg so eine Mini-Kampagne spielt jeweils. Dann erscheint nächstes Jahr, ich mach den Schnelldurchlauf, Thunder Road Vendetta, die Maximum Chrome Edition. Ein wildes, abgefahrenes Racing-Spiel im Mad Max-Style, bei dem man durch den Matsch brettert und die Gegner aus dem Weg rammt und in einer Stunde einfach ein cooles Erlebnis hat. Dann kommt bei uns, jetzt darf nicht mein Gehirn aussetzen, sonst geht der ganze Speed verloren. Das wäre jetzt echt ungeschickt, wenn das passieren würde. Deshalb rede ich ganz, ganz viel Quatsch, um überzuleiten. Es hat nicht geholfen. Ein Spiel, über das ich nur sehr vorsichtig reden darf, das im nächsten Jahr bei uns kommt, auf das wir uns riesig freuen, weil es eine IP ist, die uns vielen aus unserem Team sehr am Herzen liegt, ist Star Trek Captain's Chair. Und ich sage nicht mehr viel dazu, weil es eine IP und alles, was ich sage, könnte gegen mich verwendet werden. Dann kommen neue Earthbound Rangers Erweiterungen. Die Welt wird fortgesetzt und es geht tiefer in die Geschichte von Earthbound Rangers rein. Man lernt das Tal noch mehr kennen. Man lernt auch den Rand, was hinter dem Tal kommt, ein wenig mehr kennen. Und bekommt noch mehr Optionen im Deckbau und auch an Dingen, die passieren können, während man da unterwegs ist. Poplomachus Victorum, ein weiteres Chip Theory Games Spiel, wird auch im nächsten Jahr kommen. Das tolle Solo-Spiel, bei dem man, wie gewohnt bei Chip Theory Games, mit Chips Gegner bekämpft und ein abgefahrenes, episches, großes, gigantisches Solo-Abenteuer erlebt. Ian's End machen wir erstmal eine kleine Pause, weil wir erst dieses Jahr dann eine neue Welle veröffentlicht haben, aber wir bringen quasi die Fortsetzung von Ian's End. Wir werden das erste Astronauts bringen im kommenden Jahr.
freuen wir uns auch mega drauf, weil es Jens End ja so ein klein wenig einsteigerfreundlicher macht, eine flexible Auslage, der Aufbau geht schneller und trotzdem hat man das gleiche coole Gefühl, wie man in diesem kooperativen Deckbau eben den Gegner bekämpft. 20 Strong geht in die nächste Runde, auch ein Chip Theory Game, Solo-Spiel. War ein riesen Solo-Erfolg, hat er echt abgeräumt, ganz viele Preise, so international mega erfolgreich gewesen. Jetzt die neue Tanglewood-Reihe kommt mit drei neuen Themenpacks dafür, die in so einem cool entworfenen Universum spielen. Und dann noch Roth, ein weiteres Chip Theory Games-Spiel, wo wir noch nicht so sicher sind, wie wir es auf Deutsch nennen werden, weil Roth sich irgendwie unangenehm aussprechen lässt, aber auch schwer zu übersetzen ist, wie ihr euch denken könnt. Schreibt mir Vorschläge, wenn ihr welche habt. Sehr gut. Ein Area-Control-Battle-Spiel, recht simpel angelegt, so von den Grundregeln, verschiedene Fraktionen, die gegeneinander kämpfen, alle mit individuellen Einheiten. Kommt auch im ersten Halbjahr, eher im zweiten Halbjahr 2025. Puh. Ganz schön viel. Da habt ihr euch was vorgenommen. Wir haben uns was vorgenommen, ja. Und ich muss alles im Kopf haben und euch pitchen können. Das ja, hervorragend. Aber ist dir gut gelungen? Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr einen, gerne. Es hat ausführlichen Spaß gemacht. Überblick hier über sämtliche Neuheiten, über das Kommende. Und euch noch eine erfolgreiche Messe, eine schöne Zeit. Vielen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns in egal welcher Art und Weise auch nächstes Jahr wieder. Das werden wir. Tschüss. Tschüss.